Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Clash News. Letzte Woche haben wir es ja ausfallen lassen, weil es vorletzte Woche nicht ganz so viel zu besprechen gab. Dafür diese Woche aber umso mehr. Wir stehen nämlich kurz vor den Sneak Peeks. Außerdem hatte ich ein super interessantes Interview mit Vlad und Clash Mini ist ein Jahr alt geworden. Also eine Menge zu talken. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Vor allen Dingen, weil jetzt bald die Sneak Peeks losgehen. Wir fangen an. Let's go! Der erste Punkt diese Woche ist, wie gesagt, dass Clash Mini Geburtstag hatte und ein Jahr alt wurde. Ein Jahr schon, Freunde. Ein Jahr zocken wir zusammen, Clash Mini. Ich kann es kaum fassen. Ich kann mich noch daran erinnern, als wäre es gestern gewesen, als ich die Mini-Minutes auseinander analysiert habe, die vor der Beta kamen und als wir uns irgendwelche Hirngespinste eingeredet haben, was dann irgendwie passieren könnte. Alter. Und jetzt ist es ein Jahr schon her. Unglaublich. Und ihr seid immer noch da. Und ich bin auch immer noch da. Das ist wirklich krass. Ich kann mich auch noch daran erinnern, wie es am ersten Tag aussah. Ich kann es ja euch mal einblenden. Es ist wirklich echt krass, wie schnell die Zeit so vergeht. Obwohl das meiste halt einfach nur warten war. Auf jeden Fall haben wir zum einjährigen Geburtstag einen Jahresrückblick hochgeladen. Und da hat man auch wieder deutlich gemerkt, es waren immer Updates, die so hoch waren. Und dann nach dem Update ging es immer wieder runter bis zum nächsten Update, bis es dann wieder hochging. Und genau in der Situation befinden wir uns ja heute auch. Wir sind gerade so gefühlt auf der Tiefphase und in ein paar Tagen geht es dann wieder los mit Sneak Peeks und dann sind wir wieder auf dem Hoch beim nächsten Update. Ich denke aber mal, dieses Hoch und Runter wird uns durch die ganze Beta begleiten. Ich meine, das hatten wir bei Clash Quest auch, das hatten wir bei Everdale auch. Das ist so eine Beta-Krankheit, das ist normal, dass immer die Updates einen kleinen Hype auslösen und nach dem Update flacht es dann ab, dann hat man irgendwann nichts mehr zu tun, weil man das Game wieder totgespielt hat und in der Beta dauern die Updates ja nochmal ein bisschen länger und vor allen Dingen ist die Wartezeit gefühlt auch länger, weil es nicht sowas gibt wie non-permanente Events, sowas wie, keine Ahnung, Auswahlereignis oder so. In Clash Royale oder Clash of Clans gibt es immer zwischendurch irgendwelche Events, die einen dann doch noch am Zocken halten. Aber das ist im Beta-Spielen leider nicht der Fall. Trotzdem lassen wir uns davon natürlich nicht runterkriegen. Mitte der Woche hat Vlad rausgehauen auf dem Discord-Server mit einer Nachricht, wann denn die Sneak Peeks starten. Und Freunde, das ist übermorgen. Übermorgen geht es los mit Update-Sneak Peeks. Ich habe richtig Bock, ich bin richtig gehypt. Dann dauert es auch nicht mehr lange, bis das Update letztendlich da ist. Endlich heißt es dann auch wieder Mini-Minute zusammenschauen, über das Update im Stream zu reden. Ich kann euch meine Sneak Peeks raushauen. Die sind übrigens viel, viel besser als sonst. Also gönnt euch meine Sneak Peeks auf jeden Fall ab übermorgen. Es wird geisteskrank geil. Ich habe richtig Bock. Morris und ich sitzen da Stunden an einem so einem Video dran, aber es wird mega, mega cool. Ansonsten bleibt uns nur noch über eine Sache zu reden und das ist das Interview, was ich mit dem guten Vlad hatte. Ich habe vorher noch nie richtig mit Vlad geredet, außer mal ab und zu so über Twitter oder über Discord geschrieben, über Updates oder sonst irgendwas, weil ich halt Supercell Creator bin, der bleibt halt nicht aus. Aber wir haben noch nie persönlich miteinander gesprochen, das war das erste Mal und ich muss sagen, wir haben uns echt richtig gut verstanden. Das Interview war natürlich in Englisch, was eine kleine Sprachbarriere zwischen uns gebracht hat. Ich meine, mein Englisch ist nicht das Beste, ich kann ganz gut verstehen, aber so selber die richtigen Worte finden ist dann doch ein bisschen schwierig für mich. Trotzdem hat es gut funktioniert, hat gut harmoniert und ich konnte einige Fragen stellen, die er dann auch umfangreich beantwortet hat. Ich habe auch absichtlich keine Fragen reingenommen, die sich spezifisch um das kommende Update gedreht haben, weil ich halt dachte, das ist ja voll die verlorene Zeit. Ich frage ihn was in 3 Tagen sowieso beantwortet wird. Da dachte ich mir, ich nehme lieber Fragen mit rein, auf die wir so schnell keine Antwort erhalten hätten. Unter anderem zum Beispiel, wie es denn mit der Zukunft der Clans aussieht, ob die da schon irgendwas geplant hätten. Und da war die Antwort auch super interessant. Die haben so ein etwas competitives PvE-System geplant, finde ich eigentlich ganz geil. Da kämpfst du mit deinem Clan zusammen, auch gegen Bosse. Dort kannst du dann Stücke für einen großen Boss finden, den du dann auf einen anderen Clan losschickst oder so. Also wirklich sehr umfangreich, war so der erste Gedanke von dem. Finde ich eine coole Sache. Ich meine, PvP im Ranked-Modus und PvE, aber competitive gegen andere Clans im Clan-Modus, finde ich eigentlich cool. Hört sich im ersten Moment zumindest nach einer soliden Sache an. Dann hatte ich beispielsweise auch noch gefragt, wie es denn mal aussieht mit so Ländern wie der Schweiz oder Österreich, so den kleinen deutschsprachigen Ländern, die jetzt nicht gerade Deutschland sind, ob das Spiel vielleicht da auch noch eine Chance hat, in der Beta released zu werden, weil es bei Everdale ja zum Beispiel der Fall war, dass es in der Schweiz released wurde. Die Antwort darauf war eigentlich auch relativ cool. Also er sagte halt, dass es an sich gar kein Problem wäre. Allerdings finden sie es von Supercell halt etwas doof, ein Spiel in einem Land zu releasen, wo Englisch jetzt nicht gerade die Stammsprache ist und das Game dann nur auf Englisch und Spanisch verfügbar ist. Kann ich ein bisschen nachvollziehen. Andererseits war Everdale auch komplett auf Englisch. Und wer die Sprache und das Spiel dann nicht versteht,
der muss dann halt meine Videos gucken. Also ich fände es schon cool, wenn es in der Schweiz oder in Österreich released werden würde. Einfach damit auch unsere Reichweite mal ein bisschen größer werden kann. Das ist ja momentan sehr schwierig und sehr eingeschränkt. Ansonsten habe ich halt noch so Fragen gestellt, wie was denn noch fehlt bis zum Global Release. Also bis wann das Dev-Team sagen würde, es wäre zufrieden damit und das Spiel könnte global gehen. Oder auch, was mit Clash Heroes passiert ist. Ob wir da dann irgendwann nochmal was hören. Und selbst darauf hat Vlad eigentlich eine zufriedenstellende Antwort gehabt. Er sagte, die sind halt hart am Clash Heroes am Arbeiten. Und bald schon werden wir irgendwas auf Social Media von dem Spiel hören. Was ja endlich mal ein Fortschritt ist. Ich meine, es ist ja jetzt auch schon über ein Jahr her, dass wir mal irgendwas von Clash Heroes gehört haben. Viel mehr gibt's dann diese Woche auch wirklich nicht zu sagen. Also zieht euch das Interview auf jeden Fall rein. Da sind noch ein paar weitere Fragen. Ich kann es euch ja mal hier oben einblenden. Ich weiß gar nicht, hier irgendwo. Und dann sehen wir uns spätestens übermorgen bei den Sneak Peek Videos. Ich habe, wie gesagt, ultra Bock. Morgen ist einmal videofrei, aber dann wird geballert. Jeden Tag ein Video. Es wird geisteskrank geil. Haut rein, meine Freunde. Bye, bye, euer Psy.